So Leute, herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute haben wir die Weekend League Rewards. Wir haben Ligen SBCs abgeschlossen, das habe ich schon gestern aufgenommen, werde ich euch auch mit ins Video reinschneiden. Da hatten wir auch einen Kracher drin und ihr habt ja schon den Titel gelesen, wir haben Cristiano Ronaldo gezogen. Vorweg sollte ich mich irgendwie, ich sag mal, abgefuckt traurig anhören, weil das habe ich auch mal in den Kommentaren gelesen. Ich bin vor 10 Minuten aufgestanden. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wenn es euch wie immer gefällt, lasst sehr, sehr gerne ein Like und ein Abo da. Gleich auch mit Facecam, nur jetzt, während ich euch den Trading-Tipp sage, sage ich mal, oder die Investment-Möglichkeit, werden wir kurz ohne Facecam machen. Aber dann geht's direkt rein mit Facecam. Die letzten Videos kommen einfach unglaublich gut an. Danke erstmal wieder dafür. Und vielleicht schaffen wir auch wieder hier die 300 Likes. Würde mich sehr freuen. Wenn ihr neu seid, lasst ein Abo da. Vielleicht schaffen wir ja noch dieses Jahr. Das wird extrem, extrem schwer. Aber die 18.000 Abonnenten, ich glaube, es fehlen noch 300. Dann sage ich mal, wir haben genug gelabert, Jungs. Wir starten rein mit dem Video. Let's go. Okay, ihr habt es schon gelesen. Team of the Week SBCs sollen kommen. Da bin ich mir nicht nur sicher, da ist sich Smexy sicher. Da ist sich einem Tabak sicher. Das hat er auch gestern im Stream gesagt, dass er sich ja sehr sicher ist, dass die Team of the Week SBCs kommen. KC hat es gestern in seinem Video gesagt. Ganz einfach aus dem Grund. Ich weiß nicht, kann man sich hier irgendwo das TDW anschauen? Ja, hier, die 5 Spieler, warte, Team of the Week aufrufen, wir drücken mal drauf. Und hier haben wir extrem krasse Spieler, wir haben einen Allen, wir haben einen Neymar, Werner, Firmino, Suarez, Lukaku, Gnabry. Dann haben wir so einfach mal auf die Bank noch einfach einen Ben Yedder, einen Willian. Insgesamt gibt es 17 Walkouts in diesem TDW. Und da würde ich einfach sagen, ich bin mir wirklich zu 99% sicher, dass eine Team of the Week SBC kommen wird. Auch aus dem Grund, weil letztes Jahr zu dieser Zeit eine Team of the Week SBC kam. Letztes Jahr kam sie am 28. Dieses Jahr könnte sie heute kommen, am 26. oder halt morgen am 27. Was investiert man, wenn eine Team of the Week SBC kommt, Jungs? Ganz einfach. Erstmal in Informkarten vielleicht, weil letztes Jahr, ich kann es euch ja mal im Hintergrund einblenden, ein 80er Team gebraucht und 2 Informs. Informs können funktionieren, aber ansonsten, ihr wisst Bescheid, 83er, 84er Informs, jetzt vor allem während Weekend League Rewards, kann man die sich vielleicht sehr, sehr einfach snipen. Die 83er liegen gerade bei 1,5 bis 1,7, wenn ihr sie für unter 1,5 bekommt oder für maximal 1,5, perfekter Preis, versprochen, ist ein perfekter Preis. Ich weiß, ich habe im vorletzten Video gesagt, wir machen das nicht mehr mit, investiert einfach in random 83er. Aber hier glaube ich echt, wenn die Team of the Week SBC kommt, viele geiern auf Neymar, Ben Yedder. Und deswegen können die 83er auf mindestens 2k hochspringen. 84er würde ich probieren, unter 4000 zu snipen. Da ist es eigentlich auch mit egal, welche Karte, weil ich glaube, insgesamt werden alle Karten, also alle 84er, auf mindestens 4000 hochgehen. Wenn ihr sie für unter 4000 bekommt, wäre es wirklich ein sehr, sehr guter Deal. Geht vielleicht auf nochmal so Spieler wie Dzeko, Mandzukic und nicht so wie der auf Tadic, Pavlenka, weil sie halt schon billiger sind. Wenn ihr so ein Dzeko Beispiel für 3,6, 3,5 bekommt, das wäre ein unglaublich guter Preis für so ein Dzeko. Er wird oder kann locker mal hochsteigen. Wir können ja mal schauen. Er ist bestimmt schon ja, das ein oder andere Mal sehr hoch gewesen. Hier sehen wir einmal 6.000. Vor ein paar Tagen, noch vor 3 Tagen auf 6,6. Dann wieder hier auf 6,5. Also Potenzial ist auf jeden Fall da. Probiert diese Spieler einfach mitzunehmen. Zu investieren macht ihr nichts falsch. Da wollte ich euch mal einen kurzen Tipp geben. Sollte jetzt nichts Ausführliches werden. Ansonsten, wir haben Ronaldo gezogen. Kurze Story, wie war es? Wir hatten ja Puyol gezogen. Wer das verpasst hat, ich glaube, das haben nicht so viele Leute verpasst. Das kam unglaublich gut an, das Video. Checkt das Video nochmal von gestern ab. Aber auf jeden Fall, ich hatte Puyol gezogen. Und habe ja auch gestern im Video gesagt, danach bin ich erstmal mit der Familie weggefahren. Am Abend kam ich wieder und habe eine Ligen-SBC gemacht. Das war die Paris-SBC oder die Juve-SBC. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Hab das Pack gezogen, ohne Aufnahmen, ohne nichts. Und ja, es kam einfach Cristiano Ronaldo raus. Ich habe euch leider nur ein Screenshot und ein Video, was mitten im Pack erst drin beginnt. Also wirklich anders belastend. Ich blende euch das mal ein. Leider ohne Live-Reaction. Und so haben wir insgesamt am Ende einen Profit von 1,7 Millionen mit 2 Spielern gemacht. Ronaldo für 900.000 verkauft. Und Puyol jetzt verkauft für 820.000. Ich weiß, deswegen sollte ich mich gar nicht mehr beschweren. Haben wir noch 8 Ligen-SBC-Packs geöffnet und auch da kam ein wirklicher Kracher raus. Auch jetzt mit Live-Reaction. Wir starten rein in diese 8 Ligen-SBC-Packs und dann sehen wir uns bei meinen Food Champion Weekend League Rewards. Bis gleich. Oh mein Gott, Jungs, wie kann man so verpeilt sein? Ich hatte mein Mikrofon an der PlayStation angesteckt, weil ich davor noch mit 2 Kollegen in der PS4-Party war und wenn ich das Video aufnehme, muss ich mein Mikrofon natürlich an den PC anstecken. Und jetzt seht ihr im Hintergrund, ihr seht, wie mein Mund alles sich bewegt, aber es kommt keine Stimme raus. Ja, weil mein Mikrofon nicht angeschlossen war. Aber ich will euch die Packs trotzdem kurz als Zusammenschnitt im Hintergrund zeigen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was wir so alles gezogen hatten, außer halt, ja, unseren Kracherspieler. Deswegen werde ich euch nur die besten Sachen im Hintergrund einblenden.
Aber jetzt im Nachhinein, es ist so traurig. Ich habe extra die Packs alles vorbereitet. Ihr seht mich auch im Hintergrund, wie ich rede, aber da kommt keine Stimme raus, Jungs. Echt so belastend. Aber in der Zwischenzeit können wir ein bisschen Trading Talk machen und ihr schaut euch die Packs im Hintergrund einfach mal an. Und zwar nochmal zu Team of the Week SBC. Investiert schlau. Warum? Es kann sein, dass die SBC heute erscheint um 19 Uhr. Aber nicht zu vergessen, heute Abend erscheint auch Icon Swap Nummer 2. Und ich weiß nicht, ob sie dazu einfach nochmal eine TDW SBC rausklatschen. Plus heute Abend kommen Top-Partien. Oder ob die sich jetzt halt wirklich für morgen aufsparen, was ich halt bedenke, weil auch morgen Road to the Final kommt. Ich kann mir vorstellen, dass ja wie gesagt die Team of the Week SBC morgen erscheint. Ich bin mir eigentlich für mich selber zu 100% sicher, dass sie kommen wird, weil sie letztes Jahr halt am 28. kam. Morgen wäre der 27. halt einen Tag versetzt. Schreibt mir sehr gerne eure Meinung in die Kommentare. Glaubt ihr, die Team of the Week SBC wird kommen? Das würde mich nochmal interessieren. Und ansonsten, ja, probiert schlau zu investieren. Ihr könnt auch, wenn morgen Beispiel Lightning Runs kommt zum Road to the Final Event, sollte das Road to the Final Event morgen kommen. Es wurde ja angeblich geleakt. Ich habe dazu jetzt noch kein Video gemacht, weil letzte Woche wurde es auch geleakt und dann kam es ja auch nicht. Deswegen werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Heute Abend wollte ich eigentlich ein Video zu den neuen Icon Swaps drehen, aber zweiter Weihnachtstag, Jungs. Ich bin nochmal mit der Familie unterwegs und deswegen jetzt das Video in der Frühe und dann morgen ein Video zu den Icon Swaps. Nochmal zum Team of the Week, alles, was ihr wissen müsst. Und ja, ansonsten, ich habe jetzt nicht mehr viel zu erzählen. Ich werde es euch auch im Hintergrund jetzt stoppen. Ich werde euch wirklich nur die besten Packs reinziehen. Ansonsten schreibt mir sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, was hattet ihr in euren Weekend League Rewards? Jetzt Standpunkt jetzt, ich habe sie noch nicht geöffnet. Aber wir werden sie jetzt zusammen öffnen und dann wird auch mein Mikrofon angeschlossen sein. Und dann würde ich sagen, ja, genug geredet. Ihr habt wahrscheinlich schon Werner Inform im Hintergrund jetzt mittlerweile gesehen. Dann starten wir jetzt rein in die Weekend League Rewards, Jungs. Wünscht mir Glück, wir starten rein. Und ja, let's go. Okay, Jungs, hier sind wir jetzt endlich. Ey, es ist zu krass, ne? Was wir alles durchgemacht haben jetzt im Video. Wir hatten einmal Ronaldo, keine Reaktion. Dann bei Werner. Ich habe mich so gefreut, dass wir eine Reaktion haben. Hatten wir auch keine Reaktion. Ihr habt gesehen, ich habe ja No-Look-Pack gemacht bei Werner. Und es kam einfach dann auch Werner raus. Und bevor wir aber jetzt damit starten, ich wollte euch ganz kurz auf dem Laufenden halten, Jungs. Icon-Flippen läuft derzeit wieder sehr, sehr gut. Ich habe gestern für eine halbe Stunde mich hingesetzt, habe ein paar Einkäufe getätigt. Zum Beispiel hier ein 85er Campbell, 490.000 verkauft. Und wir haben ihn eingekauft für 450.000, wartet, hier, 455.490 verkauft, das sind ein Gewinn hier, ich glaube von 12.000, 13.000 Coins. Dann haben wir zum Beispiel einen Gerard gekauft für 330, ja sagen wir mal 330 und haben auch ihn für 365 verkauft, ist auch ein Gewinn, ich glaube von 16.000, 15.000 Coins. Es läuft unglaublich gut. Wir haben hier noch einen Lamepad auf der Liste. Nicht wundern, warum ich mal hier hin, dann hier hinschaue. Hier ist mein Monitor, wo ich zocke. Hier OBS, aber ich muss hier hinschauen, sonst habt ihr Delay. Wer mir da helfen kann, dass ich dieses scheiß Delay wegbekomme, Jungs, gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wir holen uns jetzt die Rewards ab. Für euch natürlich wie immer die Untradable Rewards. Man weiß ja nie, vielleicht kommt hier noch eine Prime Icon raus. Stellt euch einfach mal vor. Lasst einfach mal kurz vorstellen, ich ziehe heute einen Ben Yedder Neymar von mir aus. Ich würde doch Hate von euch bekommen, oder? Klar, die meisten würden gönnen, aber viele würden noch sagen, ja, langsam reicht es. Ich hatte ja nie Packluck aus dem Nichts. Habe ich dann Packluck und sorry, ja, dass ich so kaputt aussehe, Jungs. 4 Stunden geschlafen, man kennt ihn. 6 Uhr im Bett gegangen. Jetzt um 10 Uhr wach für die Rewards. Und ich bin noch circa gerade mal eine halbe Stunde wach. Aber komm, wir gehen rein ins erste Pack. Leider kein Walkout. Schade, schade, schade. Portugal. So nicht, Minion. Stellt euch mal vor, Ronaldo wäre wiedergekommen. Aber ein PC nehmen wir mit 84er, wenn die Team of the Week SBC zum Beispiel kommt, kann man ihn gebrauchen. Und dann gehen wir rein ins nächste Pack. Die Nase wird es wieder regeln, wie immer. Man kennt ihn ja nicht anders. Komm, gerne einen Walkout gönnen. Ah, wenn man Untrade nimmt und dann keine Leinwand zieht, dann tut's wirklich weh. Dann tut's wirklich weh. Ich sag's euch, wie es ist. Da haben wir noch 2 seltene Spielerpacks. Ein Walkout muss hier rauskommen. Beim ersten Pack machen wir es wie bei Werner. Wir schauen hin, wir machen in 3, 2, 1 und let's go. Oh, ist das ein Walkout gewesen? Das war ein, wow, kein Walkout. Ich dachte, das wäre Isco oder David Silva. Das ist ja anders belastend, Jungs. Diese Woche gönnen die Rewards nicht, also die Untrade Rewards. Nichts Besonderes, was soll ich dazu sagen, aus dem 50k-Pick sehr, sehr belastend. Aber was wir gleich auch noch machen werden, wir werden einen Player-Pick am Handy ziehen und dann uns anschauen an der PS4, was wir bekommen haben, weil ich die Theorie habe, dass man am Handy irgendwie, vor allem bei den Player-Picks, viel mehr Luck hat. Aber naja, komm, wir gehen erstmal ins letzte seltene Spieler-Pack rein. Ist doch das Mindeste. Wofür nehmen wir die Untrades? Ach Gott, okay, 85er. Ich dachte, jetzt kommt Vanega. Das ist in Ordnung, da sage ich nicht nein zu. Da sagen wir nicht nein zu, Jungs. Wenn noch irgendwas dahinter ist, noch ein 84er.
Ja, wir hasseln die Packs schon gut durch, ne, muss man sagen. Wir gehen jetzt rein in die Weekend League Rewards. Boah, jetzt wird's anders. Da gibt's so viele gute Sachen. Ich hätte einen Allen gerne. Warte, ich will es euch mal kurz zeigen, damit ihr auch wisst, worauf der Paint sich freut. Also, was kommen muss, damit ich mich freue. Zum Beispiel, warte, würde ich mich beim Firmino freuen? Ja, ich bin ehrlich zu euch, würde ich glaube ich gar nicht spielen. Aber naja, wo ich mich wirklich freuen würde, wäre ein Werner, Allen, Neymar, Gnabry als Super Sub. Ja, Mondi brauche ich halt wirklich gar nicht. Ich habe 7 Untrade-Innenverteidiger, also allgemein Verteidiger, nicht Innenverteidiger. Aber wo ich mich freuen würde, wäre Allen, Neymar, Werner und Ben Yedder. Das wären die Spieler, wo ich mich freuen würde, sagen wir es mal so. Allen würde halt sehr gut reinpassen, weil ich habe Malcuit auch als Footmess-Karte. Ich bin Napoli-Fan, so ein Neymar, so ein Allen in Rot. Würde ich auf jeden Fall nicht nein zu sagen. Okay, wir gehen rein. Gold 1 ist es nur geworden. Kurze Story mal wieder. Ich muss mich ja mal wieder rechtfertigen. Wir standen 20 zu 3. Innerlich dachte ich, Elite ist safe. Scheiß drauf, Jungs. 5 Niederlagen hintereinander geholt. Öffnen das Pack am Handy. Ich schaue auch nicht hin. Warte, ich zeige es euch als Beweis. Okay, ihr seht jetzt als Beweis, wir haben jetzt hier diese zwei Player Picks. So, wir drücken mal auf 1 drauf. Und ich stehe jetzt auf einlösen, aber guck mal, schaut mal, wie ich das mache. So, wir drücken drauf. Wir haben drauf gedrückt. Nehme mein Handy, lege es so hin und jetzt schauen wir an der PlayStation, was wir gemacht haben. Und wenn ich hier was ziehe, Jungs, will ich, dass ihr es nachmacht. Ihr zieht es am Handy, geht an der PlayStation, gucken, was ihr gezogen habt. Das sind dann die neuen Paints Packs. Komm, es muss doch irgendwas bringen. Was ich hier für außergewöhnliche Sachen mache, nur um was zu ziehen, ne? Es ist unfassbar. Kein Mensch würde sowas machen in einem Video. Jeder wird sie normal ziehen. Aber das Pack geht auf, komm schon. Oh, aber es ist nicht schlecht. Man kann nicht sagen, dass es schlecht ist. Wir haben einen 85er und einen 86er drin. Ah, es ist in Ordnung. Ich will mich nicht beschweren. Ich werde hier sowieso überhaupt keinen spielen, deswegen nehmen wir einfach Kolarov mit für High-Rated Stuff. Und jetzt haben wir noch ein Pack. Oh, ich glaube, ich mache es wieder so am Handy, weil am Handy habe ich wirklich alles gezogen. Ich sehe gerade Streamer, die am Stream sind, ziehen von Abonnenten Player-Picks und da kommt gar nichts. Deswegen werden wir es am Handy ziehen und nochmal in der PS4 reingehen. Okay, wir öffnen es wieder. Bam. Und jetzt gehen wir wieder in FIFA rein. Und jetzt öffnet sich das Pack direkt. Jungs, wünscht mir Glück, bitte. Komm, Neymar ist natürlich kein... Neymar erwarte ich gar nicht. Aber so ein Ben Yedder Allen, bitte, komm. Ja, die neuen Paints Packs, man kennt ihn doch. Ach ja, nein, ist egal. Wir haben so viele Sachen gezogen. Ich sollte mich nicht beschweren, bevor wir noch gehen. Hate abkassiert. Wie gesagt, schon High-Rated Stuff. Man weiß ja nie, was so in Zukunft noch kommen wird. Dann gehen wir jetzt rein in 200k Packs. Jumbo seltene Spieler Pack. Wir gehen rein ins erste. Die heilige Nase mal wieder, man kennt ihn doch. Komm hier, ey. Wir haben noch keinen Walkout heute gezogen. Rewards bis jetzt wirklich anders belastend. Aber jetzt in vom Walkout. Oh mein Gott. Brasilien. Oh Gott, Kolarov. Kolarov, Kolarov, Kolarov. Aber 86er, dahinter kann alles sein. Da kann sich sogar noch ein Messi, Ronaldo verstecken. Ich glaube, ein Kolarov geht noch für ein paar Coins. Wir können ja mal zusammen ganz schnell bei Footbed nachschauen. Ein Kolarov geht noch für 20.000 als 86er in Form. Das tut weh. Ich dachte wirklich, der kostet mehr. Alisson, oh, das Pack ist in Ordnung. Da bin ich zufrieden. Hier holen wir mit Alisson 30.000, mit Kolarov 20.000. Machen wir knapp 50.000 mit diesem 100k-Pack, würde ich sagen. Ja, so 35.000 wird Alisson auf jeden Fall noch kosten. Dann haben wir hier noch einen Kolarov, wie schon gesagt. 20.000 circa geht er auch. Wir schauen nicht hin. Komm, ich schaue nicht hin. Machen wir es wieder so. Wir schauen hin in 3, 2, 1. Let's go. Go. Ah, es war ein Walkout wieder. Schade, dass Lewandowski nicht kam. Aber Chesney nehmen wir mit. 86er kostet halt wirklich nur 15.000, 16.000 Coins. Aber ich will mich hier auf jeden Fall nicht beschweren. Wir holen hier die ein oder anderen Coins raus. Wir hätten auch aus beiden Packs gar keinen Walkout ziehen können. Hatte ich ja auch schon. Deswegen ist es sogar in Ordnung. Und ja, dann soll es erstmal gewesen sein von dem ganzen Pack-Opening. Die letzte Icon hat sich jetzt hier auch live verkauft. Im Video haben wir gerade gesehen. Wer hat sich jetzt verkauft? Lampard war das oder Gerrard? Ich glaube, Lampard war das. Nämlich mit 275.000. Und ja, wie viel habe ich denn eingekauft? Lampard. Haben wir gekauft für 255. Ich glaube, es ist hier ein Gewinn von 9.000 oder 10.000 Coins. Ist in Ordnung. 1,5 auf der Uhr haben wir jetzt. Plus wir haben jetzt noch unseren Verein voll. Am Ende werde ich mir, glaube ich, das Team bauen. Sollte ich die Weekend League spielen? Ich bin mir noch nicht sicher. Mal sehen. Und dann bin ich raus für heute, Jungs. Lasst sehr, sehr gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Danke wirklich für euren ganzen Support. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und ansonsten sehen wir uns den ganzen Tag auf Instagram und Twitter wieder. Haut da rein. Bis morgen und ciao.